Gut, ich habe Falten, ein oder zwei. Okay, Selbstlob ist scheiße. Fandest du den Film? Ja. Kotz ruhig in die Kamera. Guten Morgen. Da bin ich wieder. Ich warte gerade auf meine Kinder. Ich fahre jetzt schnell in die Schule. Wollt euch ganz kurz begrüßen und ja, einen neuen Vlog für euch beginnen. Da freut ihr euch ja immer. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt. Die Lüftung ist nämlich gerade an. Moment. Jetzt müsste es gehen, oder? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ja, das ist übrigens repariert. Da hatte ich euch ja erzählt, dass unsere Klimaanlage kaputt ist und Lüftung und so weiter im Urlaub. Jetzt hört er mich, glaube ich, noch besser. Der Motor ist aus. Wann kommen sie denn endlich, die Kinderlein? Oh mein Gott. Ja, es wird heute keine Ahnung was passieren. Ich habe auf jeden Fall einen Friseurtermin. Das ist dringend notwendig. Ja, ich hasse es. Egal. Jedenfalls muss ich dahin. Das dauert wieder 3 Stunden. Es werden allerdings nur die Haare ja, gefärbt oder getönt, keine Ahnung, auf jeden Fall. Müssen die grauen Haare weg? Ja, ich habe graue Haare, oh mein Gott, wie ätzend ist das denn? Also ich nehme euch mit durch meinen Tag und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Leute, da bin ich wieder. Die Kinder sind jetzt in der Schule, Haushalt ist soweit fertig. Ich gehe jetzt ins Büro, arbeite was. Mittagessen muss ich nicht vorbereiten, weil ich ja gewusst habe, dass ich heute ziemlich lang unterwegs bin, weil ich ja zum Friseur gehe. Deshalb habe ich gestern einen Riesentopf Linsensuppe gemacht. Das mögen alle meine Kinder und das passt ganz gut. Außerdem muss ich noch ultra viel in der Stadt erledigen. Ich muss nochmal zu meinem Zahnarzt wegen meiner professionellen Zahnreinigung. Da wollte ich mir nochmal die Rechnungen holen von 2015, 2016 und 2017, weil ich das von der Krankenkasse, also weil ich einen Teil zurückerstattet bekomme. Außerdem muss ich noch zum Juwelier wegen meiner Uhr, die ist nämlich stehen geblieben, schon seit einer halben Ewigkeit. Ich sage euch, wie viel Uhr wir jetzt auf meiner Uhr haben. 10 Uhr, kurz vor 10. Dabei, ja, haben wir nicht kurz vor 10, egal. Aber ich kann nicht ohne Uhr aus dem Haus und jedes Mal denke ich mir, okay Heidi, du musst zum Juwelier, du musst zum Juwelier. Trag sie, aber ich schaff's nicht. So, mein Laptop habe ich auch dabei, weil ich dann beim Friseur was arbeite. Unbedingt. Ich habe sehr viel Arbeit beim Friseur und diese 2,5 oder 3 Stunden, also ich hoffe, dass es diesmal nicht so lange dauert. Ich habe ja jetzt nicht mehr ganz so lange Haare. Ja, die muss ich irgendwie nutzen. Also es geht nicht, dass ich da echt 3 Stunden rumsitze und da will gerade jemand einpacken. Also, wir sehen uns später. Und da bin ich wieder, jawohl, ihr seht überhaupt keinen Unterschied, aber meine Haare wurden tatsächlich gemacht beim Friseur. Ich muss mich jetzt beeilen, weil wir eingeladen wurden von der Nina und wir sind ja eine sehr spontane Familie. Sie hat mich angeschrieben und gefragt, ob wir nicht Lust hätten, mit ins Kino zu gehen und das machen wir jetzt. Ich gebe der Bella noch ganz schnell diese Medizin hier ins Auge. Ihr habt es ja gesehen, Bella hat eine Bindehautentzündung, die wartet auch hier schon. Und dann geht es für uns schon los. Der Lassie hat schon Linsensuppe gegessen. Und ja, dann schauen wir mal, was wir heute noch so erleben. Hier sind auch noch ein paar Produkte, die ich zurechtgelegt hatte, weil ich euch darüber noch erzählen wollte. Mal gucken, wann ich das mache. Aber jetzt geben wir der Bella erstmal Medizin mit Leckerlis. Hier riechen, tue ich fein. Und da riechen, tue ich fein. So, komm her. Tue ich fein. Tue ich fein. Das hast du fein gemacht. Bella, hier dran riechen. Hier dran riechen. So ist fein. So. Hast du fein gemacht. Das hast du fein gemacht, mein Schatz. Ganz fein gemacht. Kriegst du noch ein Leckerli. Hast du fein gemacht. So, Hände waschen und dann geht's los nach Frankfurt. Auf geht's. Wir haben eine Baustelle, also ich glaube, wir werden recht lang brauchen. Aber gut, ist nicht schlimm. Der Lissandro freut sich. Das ist geil. Wow, schau mal. Ich will mit da drauf, wenn das Licht gut ist, will ich mit. Das ist echt schön. Und der Sonnenschein. Wir haben keine Falten. Ich hatte noch nie Falten. Das ist auch kein Schweiß, das ist alles Highlighter. Wir kommen öfters hierher wegen dem Licht. Geil. So, meine Lieben, also, wir sind in Frankfurt angekommen. Die liebe Nina hatte Karten für uns, ganz spontan, fürs Kino. Ja. Und was sagt die Heidi? Weil sie eine coole Socke ist. Ja, die coole Sau ist einfach vorbeigekommen. Ich habe mir gedacht, okay, 1,5 Stunden Autobahn, kein Problem. Ich tanke ja auch so gerne. Ich komme mit meinem Lissandro. Ja, da ist die Nina und da ist die Sophia. Die Kanäle unten in der Infobox, ihr wisst Bescheid. Und da ist jetzt Licht nicht mehr so schön, ist mein Lissandro. Der Lissandro ist immer schön, der braucht kein Licht. Der ist immer super hübscher Kerl. Tschüssi. Gut. Und schon, boah, hab ich euch gerempelt? Ja, du hast meine Kamera angerempelt, ist egal. Okay,
Ja, also wir machen uns jetzt gleich wieder auf den Weg. Wartet mal, ich brauche wieder schönes Licht. Und sieht man auch wieder die Mädels sehen. Das schöne Licht jetzt auch mal. Da ist ja, ich glaube, es war keine Falten. Das war alles wunderschöne Mädchen kenne natürlich auch. Von, oh Gott, diese Familie. Ich bin geschminkt. Meine Lea. Abonniert die Heidi, weil die ist toll. Ich bin nur verschluckt. Was ist hier in der Film überhaupt? Weil wir erzählen gerade, wir sind im Kino. Captain Underpants. Ja. Schneller als jeder Gummibund. Habt ihr es gehört? Okay, wir gehen jetzt noch was essen, alle zusammen, und dann gehe ich wieder nach Hause. Oder ich fahre besser nach Hause, glaube ich. Mit Essen? Ja. Darf ich? Ja, natürlich, ich freue mich. Habe ich jetzt einen Lippenstiftfleck an meiner? Natürlich. Habe ich extra gemacht. Okay, also Mama, wir sehen uns zu Hause wieder oder morgen. Bis dann. Mama! Was denn? Jetzt das Video morgen. Du willst unbedingt runterfliegen, oder Max? Ich habe Angst. Du hast Angst. Jetzt was macht ihr? Milan? Da ist der Max, ne? Da ist der Max. Milan, was ist das? Oh, der hat Angst. Der hat Angst. Milan, sitz. Shake. Gut. Männchen. Gut. Milan. Wie kann man da so frech sein wie du? Hä? Wie der Max, als er klein war. Na, Max? Mhm. So, ich gehe jetzt mal bügeln. Und hier ist das Ergebnis von gestern Abend. Meine Bügelwäsche, ein Teil davon. Ich habe es noch nicht weggeräumt, ich bin ehrlich mit euch, ich war so kaputt. Aber jetzt geht's direkt weiter mit der Wäsche, und zwar scheint total schön die Sonne draußen, da freue ich mich. Ich werde jetzt meine Wäsche aufhängen. Ihr wisst ja, ich bin ein Fan davon, die Wäsche eben aufzuhängen und keinen Trockner zu verwenden. Und das mache ich jetzt. Außerdem werde ich jetzt noch ein paar Pakete einpacken, die Verlosung. Und ich habe noch ein Paketchen von Catrice, das zeige ich euch jetzt im Anschluss. Und außerdem wollte ich euch ja noch über die Produkte berichten. Ich schaue die ganze Zeit hier auf mein Sideboard. Ja, die stehen nämlich noch da von gestern. Das hatte ich euch ja schon gezeigt. Und ich würde sagen, das mache ich jetzt alles mal. Und dann sehen wir uns an meinem Esstisch nochmal. Oh mein Gott, wie schön sind bitte diese Produkte. Ich habe es gerade ausgepackt. Und zwar ist es eine LE. Ich kann den Namen leider nicht aussprechen. So nennt sie sich. Und das ist so krass, wie edel dieses Packaging ist, also ne, die Verpackung. Und schaut euch bitte diese schönen Farben an. Oh mein Gott. Und hier sind auch verschiedene Produkte. Das ist ein Eye bzw. ein Lip Pencil. Das muss ich mir dann alles mal genauer anschauen. Und ich glaube, ich habe bald wieder eine tolle Verlosung für euch. Yay, ich freue mich schon. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Schaut euch bitte an, wie schön auch dieses Teilchen hier ist, dieses Etui, richtig edel. Das kommt jetzt in der Kamera leider gar nicht so toll rüber, wie es in Wirklichkeit ist. Also richtig, richtig edel. Ganz, ganz toll. Könnt ihr mal bei DM schauen. Ich freue mich total, dass ich das jetzt bekommen habe. Vielen, vielen Dank, liebes Catrice-Team. Danke. Ich mache jetzt gerade die Sachen von der Verlosung noch fertig, also die Pakete. So sieht es aus, aber ich bin lange noch nicht fertig. Ich muss da noch ein paar Produkte dazulegen und das Ganze schön einpacken. Ich hoffe, dass es jetzt so vom Licht her geht. Mir scheint voll die Sonne aufs Hirn.
Ich hoffe, dass es jetzt so passt. Aber ich wollte euch ja noch ganz kurz berichten, was es Neues bei uns gibt, was neu einziehen dürfte. Und zwar habe ich zum einen dieses Spiel hier, Invisible Ink. Das spielen wir zurzeit. Der Max hat schon die Gebrauchsanleitung durchgelesen und ich werde euch in jedem Fall darüber berichten, wie es so ist. Wenn schlechtes Wetter ist, dann sucht ihr ja auch immer nach tollen Tipps für die Kinder, wie man sie am besten beschäftigen kann. Dann habe ich mir falsche Wimpern bestellt. Das ist auch so ein Thema für sich. Ich sehe die immer bei anderen, vor allen Dingen natürlich bei YouTuberinnen und denke mir, wow, die sind so schön, die möchtest du auch haben. Dann bestelle ich sie mir und dann fehlt mir immer der Anlass, wann ich sie tragen kann. Aber ich zeige sie euch trotzdem, weil die sind so, so schön. Und zwar sind das diese hier. Die waren nicht ganz so teuer wie diese hier, die waren richtig teuer. Dafür habe ich 15 Euro bezahlt. Oh mein Gott, richtig viel Geld. Aber die sind so, so schön und die sahen, upsala, hoppala, aber die sahen an ihr so, so schön aus und deshalb musste ich sie mir bestellen. Jetzt fehlt mir, wie gesagt, nur noch der Anlass. Ich kann euch die mal unten in der Infobox verlinken. Falls ihr noch schöne Wimpern sucht, dann seid ihr da auf jeden Fall gut mit bedient. Dann sind meine neuen Kontaktlinsen angekommen. Und zwar sind die von Linsenplatz. Hier ist mein Lieferschein. Werde ich euch auch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, weil ich ja auch sehr, sehr gerne Kontaktlinsen trage. Dann kommen wir jetzt zu den Beauty-Produkten. Nicht wundern, ich habe mir gerade die Nägel lackiert. Das geht ja bei mir immer so zack, 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 2 Sekunden. Und dann ganz schnell trocknen lassen, damit es weitergeht. Ich habe für sowas immer nicht so viel Zeit. Jedenfalls kommen wir zu den Beauty-Produkten, wie versprochen. Es gibt eine Seite für uns Blogger, für YouTuber, Instagram, Snapchatter. Da kann man sich bewerben und zwar nennt die sich Octoly. Ich werde dafür nicht bezahlt, dass ich euch das jetzt sage. Ich finde es halt ganz gut, dass man die Möglichkeit hat, einfach Produkte zu testen. Man bekommt nicht jedes Produkt, man muss sich darauf bewerben. Und dann bekommt man entweder die Zusage oder die Absage. Und dann stellt man eine Review online. Und alle, die mich kennen, die wissen, dass ich immer ehrlich bin. Manchmal ein bisschen zu ehrlich, wahrscheinlich für die Firmen. Jedenfalls habe ich ein riesen Flop-Produkt dabei. Und das werde ich euch jetzt kurz zeigen. Also, ich habe jetzt aber zum einen Concealer testen dürfen von Estee Lauder, den Double Wear Concealer in der Farbe 3C Medium Cool. Und jeder, der mir schon länger folgt, der weiß, wie sehr ich meine Estee Lauder Double Wear Foundation liebe. Die war auch schon in meinem Favoritenvideo. Allerdings habe ich euch auch dazu gesagt, dass sie unglaublich, ja, stinkt will ich jetzt gar nicht sagen, aber sie riecht überhaupt nicht gut. Und ich bin so ein Geruchsmensch und das hat mich sehr gestört an dieser Foundation, aber sie macht nun mal ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Leider ist sie eben im High-End-Bereich. Ich werde mir die definitiv nachkaufen, weil es die beste ist, die ich jemals hatte, eben im High-End-Bereich. Allerdings wollte ich jetzt erstmal noch meinen Hautfarbton abwarten nach dem Sommer und dann werde ich mir die nachkaufen. Und ich muss sagen, dass der Concealer genauso gut ist, allerdings auch nicht gut riecht. Also genauso wie die Foundation. Leider. Aber das Ergebnis ist wirklich sehr, sehr gut. Hier ist noch der Karton dazu. Dann habe ich getestet einen Poren-Minimizer. Und ihr wisst, da bin ich voll der Monk, ne? Also ich habe schon so viele getestet im High-End-Bereich, aus der Drogerie und so weiter. Und jetzt habe ich hier diesen von Estee Lauder. So sieht es aus. Richtig schön, das Tiegelchen. Man denkt, das wäre Glas, aber das ist so eine Art Kunststoff. Ihr habt hier so einen Pumpspender und es kommt recht flüssig raus. Also es ist nicht wie die anderen Produkte, die ich jetzt schon oft getestet habe, sondern es ist eher wie so eine Tagescreme. Sehr feuchtigkeitsspendend und man hat irgendwie nicht den Eindruck, dass es jetzt so die Poren zukleistert, ne? So zu betoniert, sondern ja, man hat ein richtig schönes Hautbild danach, was man sich ja wünscht, von einem Poren Minimizer, aber es ist ein anderes Gefühl. Also so hatte ich das noch nie. Ihr wisst, ich liebe meine Benefit Professional. Allerdings sind die beiden überhaupt nicht zu vergleichen. Nicht von der Konsistenz und von allem irgendwie nicht. Auch nicht vom Ergebnis. Ich bin hier mit dem wirklich sehr, sehr zufrieden. Allerdings ist das halt auch wieder High-End-Bereich, also relativ teuer. Hier ist noch der Deckel dazu. Also es sieht auch richtig schön aus, wenn man das auf dem Schminktisch hat. Ich hoffe, dass das jetzt gerade vom Licht her geht. Sorry, Leute, aber ich kann es jetzt gerade leider nicht ändern. Dann durfte ich testen dieses Produkt hier und zwar ist es ein Night Repair
Produkt, so sieht es aus, auch wieder von Estee Lauder. Hier habt ihr so eine kleine Pipette mit dabei. Ich mache dann einen Pumpstoß raus und trage mir das dann gerade so aufs Gesicht eben abends, nachdem ich eben mein Gesicht gereinigt habe. Und ich kann euch sagen, dass es wirklich wie so eine kleine Wunderwaffe bisher war. Ich bin schwer begeistert, gefällt mir richtig gut. Allerdings gefällt mir auch hier der Preis leider nicht so gut. Da gibt es definitiv auch Alternativen aus der Drogerie. Nicht so exorbitant war, dass ich sage, wow, ist voll die Wunderwaffe, ne? Genau, so viel dazu. Und dann habe ich jetzt noch ein letztes Produkt. Das Fail-Produkt des Jahres, meiner Meinung nach, und zwar von der Firma Daphine. Ich kannte die vorher nicht, ich weiß auch gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, jedenfalls ist es ein Peeling. Und unter Peeling stelle ich mir ja immer ein Produkt vor, das eben Peeling-Körner hat, das man sich aufträgt und dann die alten Hautschüppchen abträgt. Aber das ist eben flüssig, das hat mich schon sehr gewundert, ich habe das dann auf so ein Wattepad und oh mein Gott, der Geruch ist sowas von abartig. Krass, ich habe dann hinten mal geschaut und dann war es mir natürlich klar, hier ist eine Unmenge an Alkohol enthalten. Das Produkt kostet über 50 Euro und es steht in der Beschreibung, dass es sehr hautverträglich ist. Leute, lasst einfach die Finger davon, ja, weil ich habe wirklich eine Elefantenhaut, das sagt meine Mutter immer. Also ich habe weder Pickel, noch habe ich Irritationen, ich kann mir alles ins Gesicht schmieren, echt, also überhaupt keine Probleme. Gut, ich habe Falten, ein oder zwei. Aber ich bin auch keine 20 mehr. Jedenfalls trage ich mir das auf und oh mein Gott, die Haut, ne? Die strafft sich zwar total und ihr habt echt den Eindruck, dass alle Reste, alles abgenommen wurde, aber es brennt und es stinkt, eben nach Alkohol. Ich habe mir vorhin, weil ich es jetzt nochmal für euch testen wollte, damit ich auch wirklich sicher bin, ich hatte mir vorhin eine Maske aufgetragen und dann dachte ich, okay, jetzt, ne? Doppelt gemoppelt hält besser, trägst du das nochmal auf. Es wäre besser gewesen, wenn ich das nicht gemacht hätte, denn es hat sowas von gebrannt. Klar, die Haut, die war schon, ne, die Poren waren schon geöffnet durch die Maske und dann noch das, das hat es natürlich den Rest gegeben. Also ich werde das jetzt auch nicht weiter für euch testen. Ihr könnt es sehen, ich habe es ein paar Mal verwendet, aber das ist definitiv nichts. Also wenn ihr empfindliche Haut habt, dann bitte lasst die Finger davon. Ja, also so viel zu den Produkten, die ich testen durfte. Meine kleine Review dazu. Ansonsten, ja, würde ich sagen, beende ich jetzt an dieser Stelle das Video. Es wird jetzt nicht mehr so viel passieren. Der Alessandro hat zwei Besucherkinder da, der Luki hat unten ein Besucherkind. Also deswegen, falls es jetzt gerade ein bisschen laut war, die sind auf dem Trampolin und unten, die spielen Fußball. Ja, und jetzt geht der geregelte Alltag hier weiter. Ich hoffe, dass euch mein kleiner Vlog gefallen hat, mein spontaner Vlog. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Und bis dahin sage ich alles, alles Liebe und bis bald. Ciao!